Moin miteinander und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Ja, von uns, die Jenkos, mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute zurück bei Minecraft zu World 3. Ja, zum großen Bauprojekt von der automatisierten, ja, Müllabfuhr. Ja, und heute soll es sich ja auch um die Automatisierung es sich drehen. Ich habe auch schon weitergebaut. Ich habe mir den Kopf zerrissen, Freunde. Ich habe 3-4 Stunden probiert, gebastelt und allem nochmal dran. Wirklich für jemanden, der noch nie mit Redstone gearbeitet hat, ist das hier wirklich eine große Herausforderung. Ne? Sonst hat es ja Benny immer gemacht, aber wie ihr ja schon wisst, eventuell oder schon mitbekommen habt, ist der Benny ja nicht mehr mit dabei. Genau. Zumindest habe ich es versucht. Ich habe geguckt bei Minecraft Server 2 in den ganz alten Videos von Minecraft Server 2, ob ich das da nachbauen kann, aber habe ich nicht geschafft. Und dann habe ich mir andere Videos angeguckt, Bilder angeguckt, ein bisschen dazu belesen und kam zu einem Ergebnis, zu einem funktionierenden Ergebnis, Freunde. Erstmal hier hinten kommt dann noch dieses ganz kleine Häuschen hin, wo dann noch dieser Gang ist, dann runter in den Wartungstunnel, der ja auch mittlerweile komplett ausgeschachtet ist. Und ja, Freunde, das ist das Konstrukt. Und zwar ist hier unten ein Werfer. Über dem Werfer befindet sich, mal kurz von der anderen Seite, über dem Werfer befindet sich ein Trichter. Dieser Trichter ist mit so einer Lok oder irgendwie sowas verbunden. Also nicht der Trichter, sondern der Werfer ist mit einer Lok verbunden. Dass, wenn die Lore kommt, die Kistenlore kommt, die anhält, das weiß, aha, gut, du musst stehen bleiben, ich sammle das alles auf und der Trichter leitet das dann über die Redstone-Schaltung in den Werfer und schmeißt das dann hinterher dann hier rein ins Lavabecken, was dann auch in den nächsten Folgen noch gefüllt wird. Genau so soll es ungefähr aussehen. Genau, wie gesagt, Redstone-Fackel dient jetzt dafür, die Schiene eben halt, weil es eine Aktivierungsschiene ist. Mal kurz gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Genau. Genau. Und das alles funktioniert mit dem Schienensystem, was ich ja auch schon verbunden habe. Das werden wir jetzt mal kurz mit ablaufen. Ich habe jetzt hier auch schon angefangen, die Wände zu machen. Genau. Und zwar ist das eine relativ lange Strecke, also die Wände sind gemacht. Ich muss jetzt dann nur noch den Deckel drauf machen, das werde ich dann auch noch machen. Mal gucken, offscreen oder vielleicht noch in diesem Video. Mal gucken. Und genau, ja, wie gesagt, das ist unsere Schiene. Ich habe hier wieder ein paar Abständen wieder Aktivierungsschienen mit einem Redstone-Block. Könnte man auch einen Fackel nehmen, ich habe jetzt einen Block genommen, weil ich genug Redstone noch habe. Gesetzt, dass die Lore dann immer wieder Antrieb bekommt in beiden Richtungen. Und ja, da laufen wir mal weiter. Wie gesagt, das ist ein Stückel. Dann geht es jetzt hier noch ein ordentliches Stücke entlang. Ja, ich habe die jetzt hier hinten lang gebaut, auch oben, hinten lang gebaut, weil hier eben noch nichts ist. Oberirdisch halt, dass ich eben halt weiß, aha, gut, dort und dorthin muss ich. Also, dass ich die besser verwenden kann. Genau. So, dann geht es nochmal hier. Und dann ist hier unser, ja, Namepunkt, kann man so sagen. Und zwar ist hier eine Kiste. In die Kiste packen wir dann später verschiedene Items rein. Das wird dann rübergeleitet hier in den Trichter, was wieder hier verbunden ist mit einer, ja, also geht rüber in den Trichter. Genau. Der Trichter behält das drin so lange, bis die Lore, die Kistenlore da ist, auf der Aktivierungsschiene steht und sie sich dann deaktivieren tut durch hier diesen Repeater. Genau, das ist ein Repeater und das unten ist ein Verstärker. Lädt das auf und fährt dann automatisch wieder dieselbe Strecke zurück, entlädt und fährt dann wieder hierher, lädt auf und wieder zurück. Und das geht dann immer wieder so weiter. Die fährt auch, wenn nicht in der Kiste drin ist. Ich könnte jetzt zwar noch einen Hebel mit dran setzen oder irgendwie so und das ganze System ausschalten, dann würde das Ding gar nicht mehr fahren. Könnte ich jetzt machen, werde ich noch nachrüsten. Genau, also wie gesagt, hier kommt ja dann noch dieses Gebäude hin, was wir auch noch bauen werden. Vielleicht im Stream, vielleicht im Video auch noch mal gucken. Ja, wo wir dann reingehen, zack, das ganze Zeug hier reinfüllen können, rausgehen und das Ding macht ihre Arbeit von alleine. Ist natürlich praktisch jetzt für die Leute, die hier hinten wohnen, jetzt wie ich hier und auch andere Leute wie Dominik und McFlurry und so weiter und so fort. Beziehungsweise man kann dann auch persönlich hingehen zur Müllabfuhrstelle
oder zur Mülldeponie und ja, dort dann auch separat das ganze Zeug ans Lagerbecken schmeißen. Also wie man es gerne möchte. Genau. So, okay. Dann laufen wir mal wieder zurück. Ich habe vergessen, mein ganzes Fressen mitzunehmen. Ich habe das alles hier noch da gehabt, weil ich eher fast am Verrecken war, weil ich immer wieder runtergesprungen bin, bis ich mir irgendwann mal endlich mal den Hintereingang gemacht habe. Sprich in den Wartungskeller nach unten. Genau. Ihr könnt jetzt schon mal in die Kommentare ganz gerne schreiben, wie ihr es findet. Ich glaube, es ist nichts Besonderes, ich weiß, aber für mich ist es was ganz Besonderes, weil das ist meine allererste Webstone-Schaltung, die auch, glaube ich, jetzt nicht allzu einfach ist, die ich ja selber gebaut habe, natürlich mit Hilfe von Winnie-Material, ne, muss ich jetzt mal dazu sagen, aber ja, so, ich bin ganz zufrieden. Ich bin ganz zufrieden. Wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. So, wir werden natürlich, wie soll es anders sein, auch einen Test durchführen. Dazu würde ich heute mal eine Ausnahme machen, das mal in Game Mode machen. Und zwar würde ich euch das jetzt mal zeigen, wie das jetzt zum Schluss auch funktioniert. Genau, bin jetzt im Game Mode erstmal drin. Na, wollte ich nicht rein. So, dann nehmen wir mal unsere Kistenlore, die ich hier irgendwo habe. Genau, da ist unsere Kisten. Oder unsere Güterlore, besser gesagt. Das kann alles mal raus. Und so, dann nehmen wir noch ein bisschen Bruchstein mit. So. Dann muss ich erstmal noch ganz kurz was machen. Und zwar muss ich jetzt noch mal ganz kurz den Block hier wegmachen, dass ich dann hier gleich reinfliegen kann. Weil wir gucken uns das Präzedere natürlich jetzt hier erstmal an. Also. Wir gehen jetzt mal davon aus, eben halt, Schulz ist zu Hause. Wo wohne ich? Ich wohne hier. So, habe haufenweise Müll, was ich auch wirklich habe, und möchte es loswerden. So, dann rufe ich erstmal zur Entnahme, also zur Aufladungsstelle, was auch immer, die sich dann hier befindet. Wie gesagt, hier kommt dann noch ein Häuschen hin, dort noch alles beschriftet und so weiter und so fort. Ja. Und. Will mein ganzes Zeug loswerden. Ich öffne die Kiste und packe dann einfach jetzt hier ein Stack Bruchstein rein. So, es ist jetzt hier drin und geht jetzt so eins müsste im Trichter sein. Okay, nee. Und füllt sich jetzt hier langsam runter in den Trichter. Ne? Also fliegt hier langsam raus alles, ne? Und geht jetzt hier unter den Trichter. Und im Trichter wird es jetzt erstmal zwischen gespeichert. So, ich werde jetzt mal ganz kurz schlafen gehen. Und das alles im Hellen zeigen ist, glaube ich, besser. Na, wo ist mein Bett? Da ist es. Da ist mein Bett. Jetzt kann ich noch nicht schlafen. Kann ich mich verarschen? Spiel. Wird doch schon dunkel. Wird doch schon dunkel. Wir schlafen. Geht doch. Sehr schön. So, mal kurz schlafen. Bin übrigens wieder allein auf dem Server. Ne? Andere sind jetzt noch im Urlaub. Die anderen haben, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon wieder Schule. Also zumindest Brandenburg hat er jetzt schon wieder Schule seit letzter Woche. Genau. So. Genau, wie gesagt, das ist jetzt hier raus und ist jetzt hier zwischen gelagert, gespeichert in der, ja, im Trichter. Wie gesagt, im Trichter, da gibt es 5 Slots, kann eben halt bis zu 5 Sachen zwischen gespeichert werden. So, wir nehmen uns jetzt unsere Güterlore, die jetzt hier die ganze Zeit hin und her pendelt, und wir schieben die jetzt erstmal dahin. So, und jetzt bleibst du da stehen und siehst, aha, der Bruchstein geht jetzt hier rein. Also hier wird es in der Kiste wird's mehr, in der Güterlore, und im Trichter wird es weniger. Jetzt müssen wir abwarten, bis die Kiste voll ist oder bis der Trichter leer ist. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Wie gesagt, ist jetzt ein Stack. Ich kann es jetzt auch hier rausnehmen, um das alles ein bisschen zu verschnellern. Und ihr seht, ui, es geht los. So, und die Lore fährt. Und fährt und fährt und fährt. Jetzt bis zur Mülldeponie. Also ich hoffe, ihr habt soweit das Prinzip verstanden. Wenn es noch Unklarheiten gibt, dann gerne unten in die Kommentare und dann kann ich auch im Livestream oder sonst wo dann drauf eingehen. So, ich fliege jetzt schon mal vor. Müssen nämlich hier rein. So. Okay. So. Hier kommt die Lore. So. Und bleibt jetzt hier stehen. Geht in den Trichter rein. Und der Werfer schmeißt das ganze Zeug dann raus. Und hier drin wird Lava sein. Und das verbrennt alles. Das ist das Prinzip der, ja. Der automatisierten Müllabfuhr. Also ich muss sagen, ich finde es ganz geil. Aha, ich hoffe. Gerne eure Meinung kommt da wirklich. Jetzt bin ich mal sehr gespannt auf eure Meinung. Also, ich finde es ganz geil. Also, ist zwar jetzt noch nicht fertig und allem drum und dran, wird auch noch ausgebaut und so weiter und so fort. Aber meine Fresse, das ist schon
Ist schon was. Habe ich jetzt auch so, also abgesehen zu Word 2, was jetzt so ähnlich war, aber jetzt ein bisschen abgewandelt war, jetzt großartig noch nie gesehen, muss ich sagen. Also jetzt kein YouTuber oder was auch immer. Also wird vielleicht sein, ich kenne jetzt nicht jeden YouTuber, aber ja, keine Ahnung. Genau. Wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist. So, und ja, jetzt werden wir mal noch die nächsten Steps durchgehen und also was jetzt noch so geplant ist. Also wie gesagt, hier kommt jetzt noch das Häuschen hin, ne, wo wir dann hier reingehen, das ist eine Tür, wir können rein hier, bla bla bla, zack, und können runtergehen. In den Wartungstunnel, das wird hier noch alles ausgekleidet und so, das werde ich jetzt alles dann auch machen in den nächsten Folgen und weiter nur offscreen. Wie gesagt, der Decke kriegt das hier auch noch. Wird auch alles natürlich wieder verfüllt, ordnungsgemäß. Genau. Ja, das Praktische an der ganzen Sache ist, ich habe natürlich jetzt hier auch noch ja, Platz für andere Sachen, also für 4 Stops könnte vielleicht auch noch mehr machen, je nachdem, wo sich dann unser Dorf sich überall noch ausbreitet, in unsere Stadt Cottbus, und könnte dasselbe System hier nochmal machen oder hier oder meinetwegen da und könnte die Schienen einfach ein bisschen umsetzen. Und könnte dann, keine Ahnung, hinterm Bahnhof nochmal eben so eine Annahmestelle machen. Oder, weiß ich nicht, irgendwo dann hier. Oh, Stadt, keine Ahnung. Also, hier gibt es noch verschiedene. Also, hier ist noch was nach offen. Also, was nach oben. Also, gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, es ist wichtig eben halt, dass ihr es eben halt eins weiter wegsetzt und dass der Hopper. Der Dorper oder der Werfer dann weiter hintergesetzt ist, sonst verbrennt euch das alles, weil das alles Holz ist und hier ist ein Lavabecken dann. Ne? Genau. Wie wir das Lavabecken dann fluten, werde ich euch natürlich dann auch zeigen, wenn es dann mal soweit ist. Genau, Freunde. Ja, genau, also wie gesagt, hier unten habe ich jetzt alles gesagt, was jetzt noch gemacht werden wird. Wird noch Boden gelegt, es wird jetzt hier noch fertig gemacht alles. Also die Wände werden noch gemacht, die Decke wird noch gemacht. Hier die Seitendinger kommen ohne runter, dass wir ein komplettes Becken haben, was wir dann fluten werden noch. Ja. So, und dann wird eben halt hier das kleine Häuschen noch gemacht. Ja, und dann geht es dann eigentlich dann nur noch in den Innenausbau und dann hier hinten dann. Also hier oben dann. Noch so ein bisschen ans ja, Designen. Genau. Und hier oben dann noch die ganzen Räume auskleiden. Genau. Ja, und dann ist das Projekt auch schon abgeschlossen. Ich denke mal, das Projekt wird endgültig abgeschlossen dann. Also dieses Bauprojekt wird endgültig abgeschlossen im Livestream. Der müsste am Sonntag kommen, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Weil ich habe es ja schon ausgerechnet. Ja, gut, Freunde. Da würde ich sagen, war es das auch von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin sehr glücklich bei der ersten Redstone-Leitung und ich glaube, das ist auch nicht so die einfachste gewesen, aber ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Freunde, alles klar. Ich bin der Schulz, falls ihr den Kurs gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben geben, Instagram folgen, Discord abchecken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.